Ich gehe mal hier zurück in. Oh mein Gott, Alter! Was war das? Was war das bitte? Alter. No. Ich bekomme noch einen Herzinfarkt. Mix. Ich brauche alles schön im Blick. Mix. Embalming Fluid in Pump. Glutaraldehyd, Methanol, Humectant, Formaldehyd. Okay, Formaldehyd und Methanol. Diese Gestalt hier war richtig scheußlich. Was ist das? Humectant, das brauchen wir. Was ist hier drin? PVC-Tubing. No, nichts Interessantes. Auch hier nicht. Ich habe Angst, mich umzudrehen. Bleaching Agent. Nope. Tissue Builder. Nope. Formaldehyd. Okay, nicht schon wieder. Come on. Hat sie einen Lichtschalter? Irgendwo? Ich brauche Licht. Come on, please. Ich sehe nichts. Du bist hier noch drin? Ja, bist gut. Mach das Licht bitte wieder an. Bitte. Come on. Was ist das? Tank Cleaner. Methanol. Ah, sorry. Mach das Licht bitte wieder an. Das ist, glaube ich, die Pumpe. Mit Zitant. Fantasie. Formaldehyd. Formaldehyd. Come on. Please. Methanol. Was noch? Glutaraldehyd. Glutaraldehyd. Ah, hier oben gibt's auch noch was Sachen. Kann jetzt das Licht wieder angehen, bitte? What the hell are you doing? Was leckt wohl gerade? Ist jetzt die Vorschau anlegen oder? Wait a second. Für diese Unterbrechung klappt irgendwie leider gerade nicht so richtig viel. Ja. Ja. Was soll ich jetzt hier mitmachen? Sie hat sich einfach mal bewegt, die Puppe. Und da hinten ist das Licht aus. Why? Wieso zeigst du mir, dass ich dorthin soll? Come on. Wieso ist der Gang so lange? Was passiert hier? God has left you. Alter. God has left you. I am here.
No. No thanks. Kann man rennen? Gut. Vielleicht. God has left you. God has left you. God has left you. Okay, man. No. 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 Ich will da nicht hin. Oh! Was? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Fucking hell. Das Outlast hat nichts dagegen. Outlast ist ein Witz. Wirklich. Outlast ist nichts gegen dieses Spiel. Und es ist gerade mal nur die Demo. Lass mich doch verarschen. Ich zitter. Holy shit. Ich warte nur darauf, bis dort irgendwann mal noch jemand steht. Make an incision in the carotid artery and jugular vein. With scalpel and forceps. Scalpel waren, glaube ich, die hier. A small sharp blade used for surgery. And artery forceps used for grasping and compressing an artery. Arterie ist ja, glaube ich, bitte keine komische Viecher. Die Arterie ist ja, glaube ich, am Hals. Hauptschlagader müsste es, glaube ich, sein. Wieso? Wieso bist du nicht auf dem Tisch? Du müsstest auf dem Tisch liegen. Du bist fucking tot. Ich kündige. Ich kündige. Ich will hier raus. Ich kündige. Nee. Nee, nee, nee. Okay. Jumpscare in 3, 2, 1. Gut, darauf war ich jetzt mal vorbereitet. Nee, danke. Du bleibst dort. Oder auch nicht. Verpiss dich doch einfach am besten. Wieso konnte ich mich jetzt gerade nicht bewegen? The flash of fire and ashes of flesh will herald the coming of my house. Ich würde jetzt hier gerne reinkommen. Na gut. Bleibt mir nichts anderes übrig. Geronimo! Alter. Wenn jetzt hier plötzlich jemand in meine Wohnung steht, dann raste ich aus. Hey, wo sind wir jetzt hier gelandet? Miss Owens? What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Let me know if you have any questions, okay? Yeah. Thank you. Okay, wir haben Medikamente verschrieben bekommen. Wie es mir scheint. I miss you so much. I don't care about anything anymore. I don't want to be here. Please, just
Okay, jemand ist gestorben. 10-year coin. This is my coin. 10 Jahre. Jubiläum. Ist das hier sowas wie eine Klapse möglicherweise? Und wir sind 10 Jahre clean auf irgendwas? Drogen oder sowas? Some kind of clay disc with markings. There are 4 empty slots. Okay, hier kann man nicht lang. You killed him. No. What? You killed him. Wir haben jemanden umgebracht. Hier ist noch alles gut. Nichts Ungewöhnliches. Alles im Grünen. Okay. Abgesehen von diesem Ding dort. Ist jetzt wieder auf dem Tisch? Ja, mit einer. Das ist wohl ihre Schwester da draußen. Oh Mann. Ich hab dich schon gesehen. Okay. Ich will hier wieder zurück in meinen sicheren Space. Wo waren wir? Make an incision in the carotid artery and jugular vein with scalpel and forceps. Also, nochmal. Wir müssten hier am Hals eine Incision machen. Na. No. Mm. Jetzt. Clamp tubing to both veins and connect the embalming pump. Okay, diese Tubes habe ich hier gesehen. PVC tubing, a flexible, durable tubing used for various medical applications. Wehe, wenn hier irgendwie noch was nochmals passiert. I can't use that here. Ja, so die. Alter. Oh nee. Clipboard. Engage pump and let the body drain. Engage. Oh my god! Fuu! Die sehen so scheußlich aus. Was auch immer das für Dinge sind. Okay. Oh, das Geräusch geht ja mal gar nicht. Das Geräusch ist hässlich. Was passiert jetzt als nächstes? Okay, engage pump and let the body drain. Okay, alles gut. Remove tubes and close incision. Okay, scheint wohl fertig zu sein. Remove tubes. Close incision. Okay. Hat wohl gute Haut, dass keine Narben entstehen. Finde ich gut. Fill an empty IV reservoir bag with cavity fluid. Then insert troker into the abdominal vesti. Bitte noch auf Deutsch, wenn es geht. Was ist das? IV Reservoir Bag. An IV Bag used for infusions and embalming fluids into organs and cavities. Ich verstehe Bahnhof, aber ist ja egal. I can't use that here. Was? With cavity fluid.
Cavity fluid. Bleaching. Tissue builder. Oh mein Gott! Oh, verpiss dich! Cavity fluid, okay. Ich sterbe hier noch. Fill an empty arrow. Troker into the abdominal cavity. Okay. Habe ich gemacht, wie fluid. Then insert troker. Was ist troker? Needle injector. Stating needles. Troker. Used for injections cavity fluid directly into organs. Okay, ist das irgendwie eine Flüssigkeit, damit die Organe nicht kaputt gehen oder ausdrücken? Ach, keine Ahnung. Los geht's. To fill body cavities, insert the troker until it stops to begin the flow of embalming fluid. Once that cavity is full, pull the troker back, rotate it, then reinsert at a new angle until the reservoir bag is empty. Okay. Okay. Hallo. I can't use that here. Hä? Ah, jetzt. Bitte mach jetzt nichts Dummes. Ich hab echt keinen Bock mehr. Okay, gut. Nur mal schauen, ob ihr noch wach seid, aber leider klappt das wohl nicht so gut. Ja, jetzt ist auch gut. Wo funktioniert es hier noch irgendwas so? Ich bin schon paranoid, dass hier jemand in meiner Wohnung steht irgendwo. There we go. Nirgendwo ein komisches Ding. Ne, gut. Weiter geht's. Pour pump cleaner into the embalming pump to clean it. Okay, habe ich vorhin hier unten gesehen. Tank cleaner. Cleaning solution for cleaning tanks for off embalming machines. Okay. Das Geräusch. Ich gehe mal hier wieder zurück. Ich habe da keine Lust drauf, dass irgendwie was passiert. Lieber auf Nummer sicher gehen. Oh. Okay. Alright. Small notebook, Rebecca. You weren't supposed to find this yet, but I suppose you found my key. You simply aren't ready for this work. I can't let you live with what I live. Not yet. Maybe in the spring, Raymond. Coming spring 2022. Das haben wir doch vorhin. Hä? Keine Ahnung. Das haben wir vorhin doch im Traum gesehen. Okay, ich glaube, wir sind fertig. Return body to cold storage. Gut, meine Liebe, wir sind fertig. So weit, so gut das geht. Ich öffne mal kurz die Tür, damit wir es leichter haben. Und jetzt geht's weiter.
Bitte nicht. Jetzt die. The door is open. The four seals have marked my coming. The halls of Satan echo my return. I am here. Okay. Not even. Can my name be so far from reach? Ist ja lustig. I bear no mark. I suffer no bondage but this rotten, weak, pathetic corpse. Look at me! Alter, die ist doch behindert! Die ist doch durchgeknallt. This body is no longer mine. I have my prize. Der Teufel wird sie holen. Hallo? Oh mein Gott. Coming Spring 2022. Thank you for playing the Mortuary Assistant teaser. More embalming, the story of Rebecca Owens, the history of the mortuary, banishing demonic entities, and so much more to come in the spring of 2022. However, as a solo developer handling every aspect of the game, certain parts of development can take time. And I want a Mortuary Assistant. No, ich hab's doch nicht so schnell gelesen. Gut, egal. Ein Entwickler hat dieses Spiel gemacht. Alter Schwede, ist halt echt schlimmer als Outlast. Ladet euch die Demo runter, sie ist gratis bei Steam. Ja, ich habe gesehen, was hier rauskommt. Schreckliches. Und folgt ihm auf Twitter, wisch es das Spiel oder unterstützt den Entwickler mit Patreon. Ich würde sagen, das war's mit Mortuary. Mortuary Assistant. Ja. Schrecklich. Schreckliches Spiel. Jetzt schon, obwohl es nun mal gerade die Demo ist. Ja. Was soll man sagen? Horrorspiele. Puh. Ich sterbe meistens fast immer. Ja. Somit vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Spiel. Hoffentlich wieder mal etwas Angenehmeres. Tschüss.